Den gab es auch in Warzone 1, der wurde gefixt von Raven. Den gibt es jetzt wieder in Warzone 2. Yippie. Ja, echt irgendwie kein Glück mit den Festungshäusern. Ah ja. Talking about that. Hello. Digga, du musst jetzt nicht durchgehend schießen. Achtung, verlässt das Einsatzgebiet. Digga, der ist ja geisteskrank gewesen, der Typ. Ich würde Warzone Mobile gerne mit Maus-Keyboard spielen. Moin, was sagst du zu dem TikTok-Video, was ich beim Cheaten zeigt? Ja, ich wurde erwischt halt, ne? Was soll ich sagen? Was war mit dem Kollegen hier eben los eigentlich? Und moin, Tine. Dosen, Dirk und Hardy. Spielt was anderes. Also. Vor einer halben Stunde das Video gesehen bei TikTok. Meinst du das, was von meinem Account hochgeladen wurde? Von dem Account StylusCUD. Rechne mal 1 und 1 zusammen. War gottlos von dir, ja, aber die hätte mich auch einfach haben müssen, ne? Aber sage ich natürlich nicht nein zu. 1-1, fordere Aufklärung an. Ah. Verstanden. Drohne ist online. Was passiert jetzt? Ich konnte, ob ich nicht gedacht hätte, aber schauen wir mal nach. Ganz vielleicht, also wenn du das Video meintest mit den roten Kasten, achte mal drauf. Das wäre ein sehr komischer, sehr schlechter Cheat, wenn das so aussehen würde. Fordere Aufklärung an. Verstanden. Drohne ist im Einsatz. Aufklärung gute Lobby. Online. Nee, habe ich nicht gesagt. Keine gute Lobby. Gar keine gute Lobby, Digga. Die ist überschwer. Oder, Chat? Kein Auge machen. Die ist richtig tough, die Lobby. Mann. Achtung. Drohne verlässt das Einsatz. Fliegt der eigentlich über mir hier? Feinde landen im Einsatz. Ja, der fliegt. Zielgebiet markiert. Beschuss. Hier Longbow 3-1. Ziel erfasst. Angriff erfolgt. Feindliche Drohne über uns. Einschlag. Keine Treffer. Nein. Der Schutzcluster von denen war gut.
Hallo? Lost. Giga lost seid ihr. Ich glaube, das war nicht der Airstrike-Hitmarker. Ich glaube, das war ein Wallbang-Hitmarker. Ich hoffe, Mini Royale verschwindet niemals. Zielgebiet markiert. Beschuss freigegeben. Verstanden. Longbow 3-1 ist unterwegs. Angriff erfolgt. Ich dachte gerade schon, wie zur Hölle sind die weggekommen, aber dann war es relativ schnell einleuchtend eigentlich. Oh oh, oh oh. Warum sind die Prezis zuerst heute? Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind generell. Ich glaube, die brauchen eine Sekunde länger, bis die ankommen in dem Game. Und richtig oft, also bei mir sind Prezis richtig oft nicht gut. Die waren gefühlt in Warzone 1 sehr viel zuverlässiger. Ja. Wie heißt die Double Pistol? Das war die X13, die er gespielt hat. Die X13 Automatik. Das sind Lobbys für Einarmige, oder? Spiel Solo versus Trio Mini Royal. Mach es. Do it. Das Glück ist auf deiner Seite. Wir schicken dich zurück an die Front. Shadowband incoming. Ohne das? Nein, ich wollte einen Gulag haben. Fuck. Jetzt spawn ich ohne Waffen, Digga. Super, ehrlich. Ich schwöre, ohne Gulag-Fight aus dem Gulag zu kommen, ist gar nicht nice. 19 Leute alive. Safe, kein Lodi sicher. Ja, der ist genau beim Lodi natürlich, Digga. Was soll ich machen? Ich kann jetzt nur High Risk da landen. Potenziell von rechts abgeschossen werden. Der ist überlegt auch noch, was er macht. Zu dem anderen Lodi kann ich bestimmt auch nicht. Oh, 30%. Okay, geil. Ja, da ist auch einer dran. Muss zu dem Lodi.
Oben drauf ist einer, ein Dead. Da kommt ein Auto gefahren, ich bin so tot. Ja, und ich kann auch keine Waffen aufheben. Ja, keine Chance. Keine Chance, Bro. Und sowas tötet einen dann, Digga. Sowas tötet einen dann. Stark. Besserer Spieler. Besserer Spieler. Ich guck da bis zum Ende zu. Feuer aufs Dach und schauen, ob safe. Das Problem ist, auf dem Dach war ja dann rechts auch einer. Mann, ich hatte schon 15 Kills. Aber die Endzones, das muss man sagen, Mini-Royal-Endzones, das sind immer solche Endzones. Das ist wirklich scheiße. Also Mini-Royal macht richtig Spaß, aber Endzones machen gar keinen Spaß. Weil da, wo die Loadouts dann auch immer sind, ihr habt es ja gerade gesehen, beide komplett open, komplett unsafe. Ja. Immer open field irgendwie, ja. Das, ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich weiß nicht, wieso das in Mini-Royal so oft so ist. Fordere Luftnahunterstützung an. Ziel markiert. Bombcrusher geht zum Loadout. Kauf mich Bombcrusher. Meistens ist halt einmal tot im Mini-Royal tot. Das muss man halt auch dazu sagen. Also muss man dann schon ein perfektes Game spielen. Er hat 0 Kills, ja. Bro, er sitzt doch einfach immer irgendwo seine Prezis einfach hin. Das Ding ist, sie sind, glaube ich, das einzige Trio. Und da sterbe ich in der Lobby. Das wäre so eine 20 geworden. So eine easy 20 sogar. Ja, Tommy, das ist aus Scrapyard aus MW2, das Haus, ja. Das gibt's auch an mehreren Stellen. Den Aufbau von dem Haus. Oh Gott. Die holen das wahrscheinlich sogar, wenn da jetzt wirklich alle von dem Kaliber sind von dem Typen, dann holen die das vorbei. Ich nehm's zurück. Die sind tot. Die sind. Und die waren, glaube ich, gar nicht schlecht. Ying mit RPK und Goldtarnung. Bro, was zur Hölle? Er hat Weihnachtsskin auch gekauft. Ich glaube, das war bestimmt das Team, was mich auch getötet hat, oder? Guck mal. War ein Cheater, ja. Das heißt, safe Cheater. Ying war der, den wir gerade auch zugeschaut haben. Wieso hat er eigentlich eine M4 in der Hand? Shiba. Und Geoscorpion. Nee, okay, doch nicht. Doch nicht das Team gewesen. Ah, Mann! Unlucky. Anaki so früh gestorben schon mit 15 Kills. Hätte eine gute Runde werden können.